Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir haben uns gerade mit Blackwall ein wenig unterhalten, heute mit am Ende der letzten Episode. Und machen uns jetzt zurück auf den Weg nach unten in den Innenhof, denn dort warten noch ein paar weitere Mitstreiter auf einen kleinen Plausch mit uns. Ich danke euch für Haven, für Redcliffe weniger, aber ich bin entschlossen, euer Gnaden zu dienen. Na, das finde ich doch schön. Ah, die Kundschafterin ist auch hier. Speerin Harding. Euer Gnaden? Ist irgendwas vorgefallen? Sucherin Cassandra ist hier vorbeigekommen. Sie sah aus wie eine Gewitterwolke. Das ist aber nur ihr Gesicht, oder? Anscheinend hat sie die Nachricht schon gehört, wer bei uns zu Besuch ist. Dann finden wir sie mal, bevor sie Varric enthauptet. Ah, da hinten steht sie auch schon. Hast du was anderes gesehen? Ihr habt immer gewusst, wo Hawk war! Da habt ihr verdammt recht! Ihr verlogenes kleines Aas! Ihr habt mich entführt, ihr habt mich verhört. Was hattet ihr denn erwartet? Ich glaube, wir sollten Varric zu Hilfe eilen, sonst wird Cassandra ihn wirklich noch, keine Ahnung, einen Kopf kürzer machen. Hey, das reicht jetzt. Ihr stellt euch auf seine Seite? Ich sagte, es reicht. Wir brauchten jemanden, der die Inquisition anführt. Als erstes haben Liliana und ich nach dem Helden von Ferelden gesucht, aber er war verschwunden. Dann suchten wir nach Hawk, aber auch er war fort. Wir dachten, das alles hinge zusammen, aber nein. Ihr wart dafür verantwortlich. Ihr habt ihn vor uns versteckt. Die Inquisition hat doch einen Anführer. Hawk wäre beim Konklave gewesen, wenn irgendjemand ihre Heiligkeit hätte retten können. Was für ein Blödsinn, dann wäre Hawk genauso tot gewesen. Und außerdem, das bedeutet doch wohl für uns, wir sind nur Inquisitor dritter Wahl, wie es ausschaut. Varric ist nicht verantwortlich für das, was beim Konklave geschehen ist. Ich habe meinen Freund beschützt. Varric ist ein Lügner, Inquisitor. Eine Schlange. Selbst nach dem Konklave, als wir Hawk am dringendsten brauchten, hat Varric uns seinen Aufenthaltsort verschwiegen. Aber jetzt ist er da. Wir stehen auf derselben Seite. Wir alle wissen, auf welcher Seite ihr steht, Varric. Und es wird nie die der Inquisition sein. Okay, Cassandra, du gehst langsam zu weit. Das hier ist eurer unwürdig. Ich sollte nicht darüber nachdenken, was hätte sein können. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Geht, Varric, bitte. Geht einfach. Wisst ihr, was ich denke? Wäre Hawk im Tempel gewesen, dann wäre er jetzt ebenfalls tot. Ihr und euresgleichen habt ihm schon genug angetan. Ich habe ihm geglaubt. Er hat mir irgendeine Geschichte erzählt und ich habe sie geschluckt. Hätte ich ihm nur erklärt, was auf dem Spiel stand, es ihm begreiflich gemacht. Aber das habe ich nicht, oder? Ich habe ihm nicht erklärt, warum wir Hawk brauchten. Ich bin solch eine Närrin. Ach, versuch mich ein bisschen aufzuheitern mit ein paar beflügelnden Worten. Nehmt es nicht so schwer. Ich mag euch immer noch. Ich meine es ernst. Denkt ihr, ich nicht? Ihr sollt wissen, dass ich nichts bedauere. Hätten wir Hawk oder den Held von Ferelden gefunden, wäre der Erbauer vielleicht nicht gezwungen gewesen, euch zu uns zu schicken. Aber er hat es getan. Ihr seid nicht das, was ich erwartet hatte. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann... dass ich nicht das Geringste weiß. Also ich muss sagen, es ging schnell, als sie sich beruhigt hat. Es ist nicht mal wirklich was zu Bruch gegangen. Ich bin fast schon enttäuscht. Mir ist bewusst geworden, dass ich im Grunde nicht sonderlich viel über euch weiß. Was wollt ihr wissen? Ich bin mir nicht sicher. Woher kommt ihr? Oh, seien wir ehrlich zu ihr. Aus dem Zirkel der Magi in Ostwick. Zumindest bis der Aufstand begann.
Ja, ich nehme an, dadurch musstet ihr wohl ständig in Bewegung bleiben. Darf ich fragen, ob ihr die freien Marschen als euer Zuhause betrachtet? Zieht es euch wieder dorthin zurück? Nicht wirklich. Mein Zuhause ist anscheinend überall. Ich fühle mich immer da zu Hause, wo ich gerade bin. Ja, nachdem ich jahrelang für die Göttliche gearbeitet habe, geht es mir inzwischen genauso. Gut. Das wäre vorerst alles. Ich würde sagen, wir lassen sie mal allein und beenden unsere Runde, damit wir endlich mit der Geschichte weitermachen können. Also, dieser Kerl aus Tevinter hat euch in die Zukunft geschickt? Nein, wir werden mit Iron Bullets nicht flirten anfangen. Jedes Mal, wenn ich denke, ich verstünde die Magie, ändern sich die Regeln. Und das will schon was heißen. Immerhin seid ihr ein Magier. Ja gut, das wäre das Problem bei ihm gewesen. Wir haben ein kaputtes Haus. So, mit wem haben wir noch nicht gesprochen? Oh, ja genau. Uns fehlen noch Cullen, Sarah und unser Neuzugang, Cole. Ah, Inquisitor, das ist jetzt doch euer Titel, oder? Erinnert ihr euch noch an diesen Krieg, den wir beenden wollten? An die Schurken, die ich mit Pfeilen spicken wollte? Von einem beschissenen Erzdämon war nie die Rede. Andraste, in was bin ich da nur reingeraten? Tja, glaub mir, Sarah, das überrascht dich genauso wie uns. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber ja, Corypheus hat mich auch überrascht. Nein, überrascht ist man, wenn man in Hundescheiße tritt. Niemand sagt, oh, ein Magistergottmonster. Das ist ja meine Überraschung. Unmögliche Dinge sind keine Überraschungen. Okay, was willst du damit sagen, Sarah? Langsam verwirrt ihr mich. Worauf wollt ihr hinaus? Erzdämonen sind real? Schön. Aber falls dieser Corypheus echt ist, haben die Magister die schwarze Stadt tatsächlich geknackt? Das ist nur ein verschwommener Traum, oder? Ich meine, falls er tatsächlich real ist, dann gibt es den Sitz des Erbauers. Wirklich? Ein Sitz braucht einen Arsch. Also wäre der Erbauer real. Und alle Märchen über den Anfang und das Ende der Welt? Auch alle real. Ziemlich weit hergeholt, oder? Ich will einfach nur dieses Loch am Himmel stopfen, damit ich spielen gehen kann. Ja, verstehe. Okay, was sagen wir jetzt, ohne sie komplett vor den Kopf zu stoßen? Ihr seid zu uns gestoßen, um den kleinen Leuten zu helfen. Aber glaubt ihr an etwas oder nicht? An Andraste? Natürlich. Aber ihr zweifelt an dem, was ihr seht und hört. Es kann einfach nicht wahr sein. Nicht einmal Fanatiker würden derart Recht behalten wollen. Hör zu, ich habe meine Pfeile. Ich kann dafür sorgen, dass dieser Corypheus an sie glaubt. Reicht das? Ich hoffe, das tut es. Ja, das wird, glaube ich, wohl reichen. Solange ich mich bei der Magisterjagd auf euch verlassen kann, ist mir völlig egal, warum ihr bleiben wollt. Von wollen kann keine Rede sein. Nicht, wenn wir Monster jagen, die es gar nicht geben dürfte. Ich will nur, dass alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Ein nettes, einfaches System mit einfachen Problemen. Das hilft allen. Mir, den Leuten und euch. In dieser Reihenfolge. Fürs Erste. Okay, fürs Erste. Ihr hört euch langsam nicht mehr völlig verrückt an. Ich weiß, erschreckend, was? Also gut, immer her mit Ihnen. Aber erst brauche ich was zu essen. Ich bin am Verhungern. Ja, hopp, geh dich trollen und iss was. Verrückte Elfin. So, hier hätten wir Cullen. Schickt ein paar Männer los, um die Gegend auszukundschaften. Wir müssen wissen, was uns dort draußen erwartet. Jawohl, Sir. Kommandant, den Soldaten wurden ihre Übergangsquartiere zugewiesen. Sehr gut. Ich brauche außerdem Informationen über den Zustand der Waffenkammer. Sofort!
Wir waren in Haven gut vorbereitet. Nur natürlich nicht auf einen Erzdämon. Oder was auch immer es war. Wären wir vorgewarnt gewesen, hätten wir... Gut. Gibt's Probleme oder ist sie nur aus, ja, normalen Gründen missebetrig? Ist alles in Ordnung? Wenn Korypheus erneut zuschlägt, haben wir vielleicht keine Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Und ich würde es auch nicht wollen. Wir müssen bereit sein. Die Arbeiten an der Himmelsfeste laufen und der Wachwechsel ist festgelegt. Innerhalb einer Woche sollte alles in die Wege geleitet sein. Wir werden nicht von hier fliehen, Inquisitor. Gut, jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Leute wir verloren haben. Wie hoch waren unsere Verluste? Die meisten unserer Leute haben es in die Himmelsfeste geschafft. Es hätte schlimmer sein können. Die Moral war schlecht, aber sie hat sich deutlich verbessert, seit ihr den Posten des Inquisitors übernommen habt. Tja, ich hoffe, dass wir nicht scheitern werden. Alle setzen so viel Vertrauen in meine Führung. Ich hoffe, ich bin dafür bereit. Die Bürde der Inquisition lastet nicht allein auf euren Schultern. Auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Wir brauchten einen Anführer und ihr habt euch als würdig erwiesen. Gut, dann fangen wir eben von vorne an mit allem. Wenn wir schon von vorne beginnen müssen, könnte ich mir dafür deutlich schlechtere Orte vorstellen als die Himmelsfeste. Ja, sobald die Reparaturen abgeschlossen sind, wird sie uns als Hauptquartier hervorragende Dienste leisten. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Leute zu gewährleisten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Gut, damit wäre Kallens Gespräch erledigt. Jetzt müssen wir nur noch Cole finden. Cole suchen? Okay. Dieses Ding ist kein streunender Welpe, den ihr zu einem Schoßtier machen könnt. Es hat hier nichts verloren. Würdet ihr dasselbe nicht auch über einen Abtrünnigen sagen? Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen. Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Er ist ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist. Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Okay. Wenn das Cole ein bisschen komisch ist, hat sich schon gezeigt, aber ein Dämon? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich noch komplizierter brauche, Solus. Ganz recht, mein Lieber. Er mag das Ding nennen, wie er will, aber es bleibt dennoch eine Bedrohung. Tatsächlich lässt sich sein Wesen nicht derart leicht definieren. Drückt euch klar aus, Solus. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber ihr behauptet doch, Cole sehe wie ein junger Mann aus. Haben wir es also mit Besessenheit zu tun? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig, Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen. Ich würde vorschlagen, es ihm zu gestatten. Gut, vorher hätte ich noch ein paar mehr Informationen über das ganze Thema Besessenheit. Nach allem, was ich gelernt habe, ergreifen Dämonen entweder von irgendetwas in dieser Welt Besitz oder werden beschworen und gebunden. Sie sehen allerdings so gut wie nie wie irgendetwas aus, das man mit einer echten Person verwechseln könnte. Normalerweise hättet ihr damit recht. Cole hingegen hat sich willentlich in menschlicher Gestalt manifestiert, ohne von jemandem Besitz zu ergreifen. Das heißt, er ist also tatsächlich ein vollwertiger Dämon, oder was jetzt? Die Dämonen, die durch die Bresche oder die Risse kamen, haben auch von nichts Besitz ergriffen. Diese Dämonen wurden gegen ihren Willen hindurchgerissen und von dieser Welt in den Wahnsinn getrieben. Cole jedoch war schon vor der Bresche hier. Soweit wir es sagen können, lebt er schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren hier. Er sieht wie ein junger Mann aus. Im Grunde genommen ist er ein junger Mann. Es ist bemerkenswert. Okay, das heißt, zusammengefasst, Cole ist ein Dämon, der freiwillig hier in diese Welt gekommen ist, um hier zu leben. Egal. Theorien spinnen können wir ein andermal. Zuerst reden wir mal mit Cole. Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat.
Wo ist er jetzt? Wenn sich keiner von uns an ihn erinnert, könnte er überall sein. Haven, so viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst runter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag. Weißglühender Schmerz, alles brennt. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich werde... Ich sterbe, ich bin... tot. Okay, das war gerade ein bisschen verstörend. Schön, dass ihr euch so gut eingewöhnt, Cole. Ich hatte schon Angst, ihr würdet vielleicht keine Freunde finden. Hä? Jeder Atemzug wird langsamer, wie in einem warmen Bad. Ich gleite davon, der Geruch der Haare meiner Tochter, wenn ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Er ist fort. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken. Scheuernd. Ich bin durstig. Er liest ihre Gedanken? Hier. Danke. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Er erinnert mich fast... Nein, gut. Ihn jetzt dann mit Gerechtigkeit zu vergleichen, wäre ein wenig übertrieben. Aber anscheinend haben wir so einen ähnlichen Fall hier auch bei Cole. Ihr nutzt eure Kräfte als Geist, um den Leuten zu helfen? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht, ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert, aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Gut, wir können ihn jetzt also wegschicken. Oder ihn bleiben lassen. Ich würde ihn gern in der Gruppe. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja. Ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Es tut weh. Es tut so weh, so weh. O Erbauer, bitte lass den Schmerz vergehen. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Wenn er es mit Sicherheit weiß, wäre es fast schon besser, ihn von seinem Leid zu erlösen, aber vielleicht schafft er es trotzdem. Ihr sagt, es wird Stunden dauern, bis er stirbt, aber ihr könnt euch dessen nicht sicher sein. Sein Körper versagt. Er könnte sich wieder erholen. Oder die Heiler finden doch noch eine Möglichkeit, ihm zu helfen. Woher wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ebenso wenig wie ihr. Das ist einfach Teil des Lebens. Versucht es. Ich möchte hier bleiben. Tja, wir haben ihn schon eingeladen. Gut, damit wäre auch das erledigt. Ich werde mich nachher nochmal mit Cole unterhalten, aber das machen wir in der nächsten Episode, denn die Zeit für heute ist schon wieder um. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, hoffe, es hat euch gefallen und würde mich auch darüber sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt.